Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Sniper Ghost Warrior 2. Wir sind in Akt 1 aus dem Nichts noch unterwegs zu einem Resort. Erwarten sehr viel Widerstand auf dem Weg dahin. Aber das sollte uns ja eigentlich nicht aufhalten. Jetzt gehen wir halt etwas sneaky vor. Vielleicht können wir ein paar Stealth-Kills abräumen und ein paar Double-Kills, wenn ich die schon wieder so eng beieinander stehen sehe. Oh, kleiner Lag. Oh, die sind da zu dritt. Всегда сидел у большого камня. Он что, сидел, когда был в карауле? Ну, времена тогда были другие. Никто не хотел там оставаться, и это не была работа на частного заказчика. Плевать на дисциплину. А мальчик? А, да, мальчик. Как-то утром я должен был его менять. Я нашел его все так же сидящим у камня. Только вот живот у него был весь разворочен. Он сидел там. Окей. Kleine Sache noch. Braucht zwar nicht flüstern, weil ich hochgedingst werde, also hochgesteuert werde, kann ich da irgendwie. Shader, ja, das ist klar. Einfach. Nein. Spiel. Bulletcam, ja, hat. Video. Hä? Gamma? Steuerung. Hä? Wieso kann ich dann die Tutorials nicht deaktivieren? What the heck? Was ist denn das? Für Sachen. Разодрал ему там все. Не повезло. Просто задница. Снайпер нам всем угрожает каждую секунду. Всегда будь на чеку. А то будешь, как тот бедняга сидеть, с кучей кишок на коленях. Меня lieber на Hocker weiter. Просто рассказываю. Может быть, этот снайпер прямо сейчас за нами наблюдает. Так что смотри, не зевай. Никаких промахов. Auf dem Radar angezeigt, Razor. Infrarot geht an, dass hinter dem Wasserfall ein Weg ist, den du benutzen kannst. Den hatte ich jetzt nicht gesehen. Bin schon weit oben, der Dude. Ich glaube mal, glaube ich, macht sich dann hier. Ждут в лагере. А где сегодня Григор? Als ob er von dem Double Kill nichts mitgekriegt hat, ey. Ich bin irgendwie ein Nachtsichtfreund. Ich finde das immer cool.
Müssten hier nicht alle... Shit. Ich dachte, ich hätte mir ja schon alle aus der letzten Folge gekillt. Я советую тебе пораскинуть мозгами. Босс потерял часть своих активов. Нет заложников, нет выкупа. А значит, шансы на то, что нам с тобой не заплатят, еще выше. Думаешь, настолько все плохо? Ага. А если к тому времени эта сделка с Никартоной прогорит, то мы будем по уши в дерьме. Я не знаю. Es auf dem Dach, okay. Находиться здесь. Свалить собрался? Пока еще не думаю об этом. Я знаю одного парня, чуваки. Он может отвезти меня в Манилу. Оттуда я могу податься куда угодно. А еще одно местечко у тебя найдется? Может быть. Заплатишь половину и все решим. Но тебе лучше долго не раздумывать. Может, захватим с собой снарягу? У нас нет времени. К утру лавы. Jetzt hast du dich hingehockt. Als ob hier gar kein Gegner mehr ist. Kann ich mir fast gar nicht vorstellen. Die Musik dann noch lauter. Jo. Uniform, ich bin in Position auf dem Balkon der Villa. Ich bitte um Überwachung für die Gebäude direkt nördlich von mir. Roger, folge meinen Anweisungen. Wachpatrouille am zentralen Gebäude. Du kannst einfach warten, bis er um die Ecke biegt. Herr Strauß. Eliminiere den Feind am Bus. Schussfeld für den Kerl an der M2. Ich sehe, du hast einen alternativen Plan. Bestätigt. Nein, ich habe keinen alternativen Plan. Der Wind ist jetzt in die andere Richtung. Shit! Irgendwie geahnt. An alle Einheiten, unser Mann ist gesichert. Wir gehen jetzt weiter zur Angriffsposition, 1 Kilometer vom Hotel entfernt. Irgendwelche neuen Entwicklungen? Negativ. Das Paket ist gegenwärtig am Hotel Resort, aber unter schwerer Bewachung. Wir haben keine Bestätigung für Colalo. Anderson, und du? Quick lebendig. Müsste doppelt so schnell im Observatorium ankommen. 3-2, du hast einen schwer bewachten Posten etwa 200 Meter nördlich deiner Position. Flankiere ihn am besten von links aus. Roger. Dann kriegt ihr nichts mit.
Hey. Sieh zu, dass du ein klares Bild der Lage hast, bevor du etwas unternimmst. Warte mit dem Angriff, bis sie sich aufteilen. Gibt nicht noch einen Gegner, ne? Oh, Alter, ihn den Kopf und ihm die Beine weg. Du kannst weiter zum Observatorium. Doch beim Gebäude wird es schwieriger. Logisch. Ich melde mich, sobald ich ankomme. Okay, gibt's also keinen Weg runter. Also vielleicht den Weg hier direkt links. Aber ey, wie ist der an so einem Beinschuss gestorben? Nur so als Nebending, aber naja. Ich nehme den Double Kill gerne. Scheiße, dahinter wäre der Double Kill gewesen. Das lädt so lange nach. Da ich bei den Double Kill als nicht schießen konnte. Ärgerlich, ey. Dass ich so laut war. Irgendwie. Bad. Das war wirklich schlecht. Zum Glück kein großes Gebiet. Nicht viele Gegner. Die haben trotzdem nicht geschossen, immerhin. Uniform, kannst du uns feindliche Positionen geben? Over. Update eurer Karte jetzt. Mit noch mehr Glück erwischst du die Wache auf dem Dach auf 1 Uhr und wirst dabei nicht entdeckt. Das geht am besten, wenn er sich in der Nähe der rechten Kante befindet. Warte ich mal, bis er zur rechten Kante geht, oder? Sonst ist es vielleicht auffällig. Sie verarschen? Er ist tot. Weiter durch die Lücke auf der linken Seite. Nutze das Blattwerk, um unerkannt zu bleiben. Простая трофическая язва. Вот в этом и проблема. Помяни мои слова. В этот раз будет полная задница. Как всегда начинается, пустяков. Сначала один срывается, потом другой, а потом уже и у всего отряда сдают нервы. Расслабься.
Отсюда мы выберемся через каких-то 24 часа. Я думаю, столько-то мы продержимся, а? Ты чувствуешь? Что? У меня такое чувство, будто кто-то нас подслушивает и наблюдает за нами. Блин, да охланись уже. Ты себя взвинчиваешь из-за каких-то пустяков. Guck schön weiter nicht. Shit, shit, da kommt einer. Weiter da. Weiter darüber. Ruhig wieder in die andere Richtung. Genau. Nein. So ist gut. Das habt ihr gut gemacht. Du hast hier ein richtiges Talent, Dias. Beschütze ihn. Ja, stell dir vor. Ich könnte den Kerl in der Mitte als Köder nehmen. Die Granate in seinem Gürtel ist eine ideale Falle. Sorry, die habe ich leider nicht gesehen, die Granate. Wo ist diese verfickte... Ach, da an seinem Bein. Mist. Schade, Schokolade. Hier ist 3-2. Habe Ziel unversehrt erreicht. 3-1 ist auch in Position, nah an der Bucht der Hauptanlage. Was sagt das magische Auge am Himmel? Noch kein Käufer in Sicht. Meinst du, unser Bananenrepublikaner hat kalte Füße bekommen? Das bezweifle ich. Vielleicht ziert er sich nur. Der Knabe ist echt heiß drauf, in Abu Sayyafs Diensträngen aufzusteigen. Er wird auftauchen. Wir müssen nur abwarten. Alle Reiseeinheiten. Wir sehen ein Fahrzeug von Westen auf die Hotelanlage zukommen. Zivile Limousine. Ankunftszeit in ca. 20 Minuten. Es geht los. Macht euch bereit. Anderson, wir sind auf einem Felsen etwa 100 Meter vom Boot entfernt. Kannst du uns sehen? Roger, ich sehe dich. An alle Einheiten. Zwei Kerle auf dem Steg, zwei an den Scheinwerfern auf der Yacht. Ich sehe sie. Mach einen Gegner auf dem Stegblatt, wenn er aus dem Licht ist. Das Blumenbeet tarnt die Körper und der Sturm übertönt den Schuss. Verstanden. Oh. Bereit. Lass sie uns gleichzeitig ausschalten. Du nimmst den linken. Es war einfach viel zu leicht. So weit, so gut. Erst die Spotter, dann die Lichter. Roger, ich bin dran. Guter Schuss. Voll ins Ziel. Habe verstanden. Sauberer Schuss. Razor, Vorsicht! Ein Nachzügler ist gerade auf das Hauptdeck gesprungen. Lass ihn nicht in die Nähe der Leichen kommen. Jetzt ab! Ist der Matrix oder was? Sauber. Alles klar, wir nähern uns dem Boot. Ich nenne die Folge so, wie der Erfolg war: die Sense des Todes. Jetzt den zweiten anvisieren. Bam! Gute Nacht.
Freund vor. Bereich ist frei. Feindliches Fahrzeug nähert sich aus Südwesten. Cole, schieß die Lichter am Steg aus, damit sie die Leichen nicht sehen. Guter Schuss. Gute Arbeit. Abwarten und Tee trinken. Okay, die verteilen sich. Nur noch etwas länger. Wartet ab. Ich hoffe, ich durfte den oben auf dem Schiff töten. Sauber. Einer ist hinter dir. Abschuss bestätigt. Soldat am Wagen ist das nächste Ziel. Guter Schuss. Der letzte. Alle weg. Ein Okay von uns. Verstanden. Trupp rückt an. Uniform. Was ist der Status für die Villa? Die Anlage wimmelt nur so von Feinden. Ein direkter Angriff wird nicht empfohlen. Wir haben neben dem Laubengang etwas identifiziert, das wie ein Hauptschaltkasten aussieht. Kannst du den ausstellen, Anderson? Das Nachtsichtgerät wird 3-1 von Vorteil sein. Klingt gut. Eure Sache Unterstützung. Kommt auf dein Kommando, Razor 3-2. Direkter Treffer und Lichter aus. Warte auf dein Kommando, Razor 3-2. Vielleicht solltest du auf Nachtsicht schalten. Hab ich. Neues Ziel, eliminiere die Feinde am Pool. Guter Schuss. Geht ruhig weiter auseinander. Der guckt zu ihm. Verdammt! Handbalken vorwärts! Los, los, los! Ems! Du kannst vorrücken. Das war doch schnell durchgezogen und alle getroffen, oder? Gute Arbeit, weiter jetzt. Uniform Razor 3-3, wir nähern uns dem Zielort. Komm. Ich will das jetzt noch fertig machen, ja? Jawohl. Sicht auf das russische Hauptziel. HVT kommt. Oh, das ist eine gute Double-Kill-Position fast. Moment mal, ist das? Das ist Merinov. Was zum... Was macht Merinov hier? Unser Freund hat sich wohl hochgearbeitet. Du wusstest davon? Dachte mir's. Vor einer Weile hörte ich das Gerücht, dass Merinov als Host im illegalen Waffenhandel aufgetaucht sei. Als ich hörte, dass so ein unbekannter Russe eine gestohlene B-Waffe verkauft, musste ich sofort an ihn denken. Ich töte ihn, Dias. So Gott mir helfe. Du meinst, wir werden ihn töten können? Warum habe ich dich wohl persönlich für diese Mission angefordert? Irgendwas stimmt nicht. Sie wissen, dass wir hier sind. Alle Teams, los! Ist erledigt. Komm, ist rechte Seite. Bin soweit. Feindlicher Scharfschütze! Und wo schießt er? Keller! Ich kann ihn nicht sehen! In Deckung! Los, los, los!
Vorwärts! Katzenaugen. Hat's Erfolg gekriegt. Oh nein. Scheiße. Dispatch, wir haben ein Problem. Diaz und Nichols werden uns im Lager gebracht. Wenn ich jetzt nicht schieße, könnten sie aufgeben. Negativ, Anderson. Dann werden wir wieder die verdammte biologische Waffe verlieren. Ich lasse nicht zu, dass unter meinem Befehl so ein Fehler passiert. Sie müssen mir hier noch um jeden Preis abfangen. Unsere Männer werden wohl in die gleiche Richtung gebracht. Damit sie nicht sterben, sollten sie sich jetzt bewegen. Verstanden? Verstanden, Sir. Oha. 78 getötete Feinde, 16 Kopfschüsse, nur 5 Stealth Kills. Alarmons gelöst 0. Weitester Treffer 1556 Meter, weitester Kopfschuss 1395. Genauigkeit von 80%. Ja, ist akzeptabel, aber nicht gerade gut. Aber damit würde ich auch sagen, sind wir am Ende dieser Folge angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr ruhig einen Daumen da lassen. Ansonsten vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, damit ihr in Zukunft keine Videos mehr verpasst. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Haut da rein.